Herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Wir beginnen heute eine kleine Reihe, die wir wahrscheinlich bis auf jeden Fall September fortsetzen müssen oder werden. Uns geht es nämlich heute um die Frage, ja, was bedeutet, was bringt die Pflegereform für die Pflege, für die Pflegeeinrichtungen, aber auch vor allem für die Menschen, die pflegebedürftig sind, die auf Unterstützung und auf die Leistungen der Pflegedienste und Einrichtungen angewiesen sind. Und wir wollen das heute beginnen mit der Thematik oder mit dem Bereich der ambulanten Versorgung, der ambulanten Pflege. Ich habe mir dazu zwei kompetente Gesprächspartner heute hier wieder eingeladen. Zum einen Hendrik Domeyer, den ich in Bremen ganz herzlich begrüßen darf. Er ist frisch aus dem Pflegedschungel entstiegen und heute hier vor dem Bildschirm getreten. Was das ist, der Pflegedschungel, das kann er gleich einleitend noch mal viel besser erklären. Und dann haben wir Thomas Eisenreich, der ist Vice President for Business Development bei Home Instead und sitzt im schönen Köln oder in der Nähe von Köln und ist uns heute hier zugeschaltet. Er ist ja heute hier der Vertreter auch für die Leistungsanbieter im ambulanten Bereich. Bevor wir aber einsteigen zu fragen, was bringt uns die Pflegereform, möchte ich gerne noch mal an die beiden hier die Frage stellen, wann kommt sie denn jetzt überhaupt, Herr Domeyer? Das ist eine gute Frage, die viele Menschen in Deutschland gerade bewegt und interessiert. Also eigentlich müsste es ja irgendwo, sag mal, im Juni irgendwie spätestens irgendwo verabschiedet werden, weil letztendlich die wesentlichen Punkte sollen ja alle zum 1.7. dann tatsächlich schon irgendwo greifen, zum Beispiel irgendwo die Erhöhung der Pflegegelder, der Sachleistungen, der Tagespflege sind ja geplant zum 1.7. Von daher müsste es bis dahin kommen. Es ist aber die Frage, welchen Umfang diese Reform denn tatsächlich hat und ob alle Punkte, die im Eckpunktepapier und dann jetzt in der vorliegenden Arbeitsversion schon beinhaltet sind, ob die auch tatsächlich im Referentenentwurf dann drin sein werden. Von daher, ich glaube, es ist sehr, sehr viel Luft für die nächste Bundesregierung, für die nächste Koalition in der nächsten Legislaturperiode. Da bleibt noch viel. Thomas Eisenreich, du bist auch immer viel unterwegs in diversen Netzwerken rund um Berlin und Düsseldorf. Wie ist denn deine Einschätzung? Ja, wenn man jetzt so eine realistische Chance gehabt haben wollte, dann hätte man sie jetzt diese Woche auf die Reise bringen müssen. Wir haben jetzt erstmal Osterpause im Parlament. Die nächsten beiden Sitzungswochen sind Ende April. Mitte Juni sind die letzten beiden Sitzungswochen. Und wir reden von einem Gesetz, 146 Seiten, das umfasst das Arbeitspapier, was ja auch noch durch den Bundesrat muss. Und glaube nicht, dass das ohne einen Vermittlungsausschuss laufen wird. Das heißt also, das Zeitfenster wird immer kürzer. Wir werden abgespeckte Punkte finden. Da werden ein paar Wahlkampfgeschenke reinkommen und von einer Reform wird man da nicht mehr sprechen oder sprechen können. Ich glaube, dafür ist die Zeit auch zu kurz für so ein komplexes Thema. Also ich glaube nicht dran, dass wir die 146 Seiten in der Form sehen werden. Okay, wir leben ja in Zeiten der Anglizismen, das heißt, wir werden eine Pflegereform light bekommen oder ein Pflegereformchen, wie irgendjemand mal geschrieben hat. Okay, wollen wir es dabei belassen mit den Spekulationen? Ich glaube, wir kommen da momentan auch nicht sehr viel weiter. Aber wir haben schon was, was wir diskutieren können. Nämlich es gibt ja seit doch jetzt einigen Monaten immer mal wieder Papiere. Es gab ein offizielles Eckpunktepapier Ende letzten Jahres. Und es gibt jetzt diverse inoffizielle Papiere, die aber aus irgendwelchen Gründen der Öffentlichkeit oder der Halböffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden sind, sogenannte Arbeitspapiere. Da gibt es eins aus dem Januar und akut jetzt nochmal eins aus dem März. Die Landschaft beschäftigt sich damit. Wir sind Teil dieser Landschaft. Wir wollen das heute auch mal tun. Und wir wollen mal mit der Perspektive auch der Patientinnen und Patienten und der Angehörigen auch beginnen. Deswegen, Herr Domeyer, ja nochmal, warum können Sie eigentlich aus der Sicht der Angehörigen und Patienten sprechen? Und was fällt Ihnen dazu ein, wenn Sie die Papiere sehen? Gut, ich beschäftige mich ja schon seit insgesamt 15 Jahren mit dieser ganzen Situation. Ich bin selber pflegender Angehöriger, erst bei meinem Vater gewesen, der 2014 an der Alzheimer-Krankheit verstarb. Und meine Mutter hatte danach Schlaganfall und von daher bin ich auch dort in dieser Funktion wiederum beschäftigt.
und betreibe mal seit 5 Jahren den Pflegedschungel, eine Plattform, die anderen Sorgenden und pflegenden Angehörigen helfen soll, immer durch dieses gesamte Paragraphen und SGB-11-Konstrukt irgendwo ein bisschen durchzuführen und dort Hilfe zu geben. Täglich besuchen 2.000 bis 3.000 Menschen, Ratsuchende eben halt diesen Dschungel, um sich dort um zu orientieren. Und bin gleichzeitig im Vorstand der Pflegenden Angehörigen e.V., einem Verein, der versucht eben halt auf der Vereinsebene das zu machen. Wir betreiben, oder die Cornelia Schmidt, die Gründerin, betreibt irgendwo die Plattform Pflegende Angehörige auf Facebook mit über 11.000 Mitgliedern. Also von daher haben wir schon relativ viel Insight eben halt in diese gesamte Thematik. Und wir beschäftigen uns eben halt seit Jahren auch eben halt mit politischen Forderungen, insbesondere seitdem eben halt das große Entlastungsbudget von der großen Koalition vor 4 Jahren ausgerufen wurde, dass das irgendwo der Meilenstein werden soll für die sorgenden und pflegenden Angehörigen. Ja, von dem halt einfach nicht viel übrig geblieben ist. So. Okay. Das vielleicht so als Background. Jetzt gibt es ja auf der Leistungserbringerseite im Augenblick schon eine doch hektische Debatte über die Konsequenzen und Bedrohungen und Folgen, vor allem für den ambulanten Bereich, die sich abzeichnen in diesen Arbeitspapieren, die kursieren. Was würden Sie denn dem auch vielleicht entgegensetzen oder hinzufügen aus der Perspektive der Patienten und Angehörigen? Gut, es gab natürlich, als das Eckpunktepapier rauskam, 2 große Baustellen, 2 Themen, die also sehr viel Empörungspotenzial hatten. Das war einerseits die radikale Kürzung der Tagespflege um 50% für alle Pflegebedürftigen, was dazu geführt hätte, dass es zu einer Einsparung von über 700 Millionen Euro gekommen wäre und damit eben halt eine entsprechende Mehrbelastung bei denjenigen, die eben halt die Tagespflege in Anspruch nehmen. Und das Zweite war eben halt die sehr überraschende Ankündigung, die Struktur der Verhinderungspflege, die ja aus der stundenweise oder aus der tageweisen Verhinderungspflege kommt, radikal umzubauen. Man muss wissen, dass die Inanspruchnahme der sogenannten stundenweise Verhinderungspflege, das heißt eine sehr flexible Möglichkeit, sich Entlastung zu schaffen, in den letzten Jahren von 85 auf 91% gestiegen ist. Also 91% aller Familien, die Verhinderungspflege in Anspruch nehmen, nehmen diese über diese Form der Stundenweise und nur 9% über die Tageweise. Und das soll jetzt umgekehrt werden. Die Tageweise soll 60% ausmachen und die Stundenweise nur noch 40%. So, da muss man fragen, was soll das? Warum ist dieser Schritt irgendwo gemacht? Das waren also im Prinzip diese beiden Punkte, wo wir gesagt haben, können wir nicht nachvollziehen. Und kann man eigentlich auch erst dann nachvollziehen, wenn tatsächlich irgendwo ein Referentenentwurf vorliegt. Also auch der Arbeitsentwurf, den wir heute hier diskutieren, ist nichts anderes und reflektiert nichts anderes als eben halt dieses Eckpunktepapier, so den ersten Gedankenwurf aus dem November, der sicherlich eben halt irgendwann im, weiß nicht, September, Oktober entwickelt wurde im letzten Jahr. Und hier muss man aber sehen, was im Referentenentwurf jetzt an Änderungen stattfinden wird oder dokumentiert wird, was einfach aufgrund der gesamten Protestwelle der letzten Monate irgendwo entstanden ist. Also wir haben alleine die Petition gegen diese 40%-Regelung bei der Behinderungspflege. Da haben, glaube ich, im Augenblick heute Morgen 28.000 Familien das irgendwo als Petition unterschrieben, was irgendwo in diesem Bereich eine enorm große Zahl ist. Also, ja. Okay. Thomas, wie ist eure Sicht darauf als Leistungserbringer, als ihr das gesehen habt? Und das hat sich ja jetzt zwischen den Eckpunktepapieren und der letzten Version des Arbeitspapiers auch nicht großartig geändert, zumindest was die Verhinderungspflege anbelangt. Naja, da teile ich die Auffassung oder die Wahrnehmung von Herrn Domeyer. Das entspricht ja auch unserer Realität von der Leistungserbringerseite, dass wir, ich sage es mal, fast 100% stundenweise in Anspruchnahme der Verhinderungspflege haben. In seltenen Fällen sind es eben tageweise Abrufe oder Bedarfe. Manchmal sind es Übernachtbetreuung. Und das ist ja auch, wenn ich mir mal gerade Menschen, Herr Dumayer wird das aus seiner Erfahrung ja noch viel besser darstellen können, wenn man sich das jetzt mal bei Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit Demenzerkrankungen ansieht,
dann kann ich das ja gar nicht anders machen, wenn ich zum Einkaufen muss, wenn ich selbst zum Arzt muss, Behördengänge machen muss, als dass ich mir stundenweise jemanden ins Haus hole oder in die Wohnung hole, der mich dann in dem Moment vertritt. Das kann ich nicht tageweise machen. So. Und das Zweite ist, was wir auch immer denken müssen, die Belastung von pflegenden Angehörigen ist da enorm. Das zeigt jede Studie von der Barmer, AOK etc., dass hier die psychosomatischen, aber auch die rein somatischen Erkrankungen einfach zunehmen. Also die Behinderungspflege ist auch ein Teil von Prophylaxe, damit wir nicht direkt die zweite Person, nämlich den sorgenden pflegenden Angehörigen, daneben liegen lassen, ja, oder erkrankt sehen. Dahinter, hinter diesem Thema Tagespflege, Stapelleistung, das ist ja das eigentliche Thema, was da bekämpft werden soll, und eben auch diesem Thema stundenweise Verhinderungspflege, stecken die Pflegekassen. Denn die sehen eben die Ausgaben und man will dort kürzen, und dort findet eine relativ umfangreiche Lobbyarbeit in dieser Richtung statt. Unter dem Gesichtspunkt, ist das überhaupt eine Verhinderung? Weil die Anbieter ja angeblich alles so in das Regelbudget packen und auf der Tagespflegeseite der Umgehungstatbestand der stationären Pflege, wo man eben betreutes Wohnen, ambulante Pflegeleistung und Tagespflege kombiniert, was der Gesetzgeber ja gewollt hat, aber jetzt feststellt, hoppla, das kostet Geld. Dahinter steckt ja immer so etwas wie, naja, ein Missbrauchsversuch oder eine Missbrauchsunterstellung. Herr Domeyer, erleben Sie das aus der Sicht der Betroffenen in der Regel, in der Praxis? Sagen wir so, bei den, wo es hier darum geht, ist ja irgendwo diese Stapelleistung. Es wird ja im Gesetzestext oder in diesem Arbeitspapier auch ganz deutlich irgendwo formuliert. Mit der Pflegereform werden Maßnahmen kombiniert, die die Effizienz der Versorgung erhöhen, Fehlentwicklung zum Beispiel bei der Tagespflege und bei der stundenweise Inanspruchnahme der Verhinderungspflege beseitigen, und oben eben halt, dass es um die sogenannte Stapelleistung geht. So, nun kann es tatsächlich sein, dass irgendwo der ein oder andere ambulante Pflegedienst sich vielleicht irgendwo eben halt das Verhinderungspflegebudget abtreten lässt, die Abwicklung, und dieses Budget, ob nun 1612 Euro oder 2400 Euro, sich gedanklich einfach als Aufstockung seines normalen Sachleistungsbudgets, das er zur Verfügung hat, irgendwo mit irgendwo einverleibt und dann dafür einfach erhöhte Regelleistungen irgendwo eben halt abgibt, was eigentlich nicht vom Konzept her zu der Aufgabenstellung der Verhinderungspflege gehört. Das mag sein, das kann ich nicht beurteilen, ich stecke da nicht drin, ich weiß nicht quantitativ, was für ein Ausmaß das hat. Aber scheinbar ist das eben halt einfach ein Dorn im Auge des Gesundheitsministeriums, dass sie dort etwas machen wollen. So, das kann man ja auch sagen, okay, dann tut doch etwas dagegen. Aber das, was jetzt irgendwo versucht wird, hier, ich sag mal, mit einer Schrotflinte auf 4 Millionen Pflegebedürftige zu schießen, mit der Hoffnung, dass sie da irgendwo die 2, 3, wo es Problemfälle gibt, irgendwo auch zu treffen, das macht einfach keinen Sinn. Und das, wie es jetzt handwerklich irgendwo umgesetzt wurde, macht erst recht keinen Sinn. Wenn ich mal kurz irgendwo erläutern darf oder versuche, das zu erklären. Ja, nur gut, helfen Sie uns, definitiv. Also wir haben einfach die Situation, die tageweise Verhinderungspflege, die wird im Gesetz ja gar nicht so richtig definiert, was das denn ist, sondern es wird in den GKV-Richtlinien im letzten Status vom April 2020 auf vielen, vielen Seiten wird irgendwo beschrieben, wie das denn anzuwenden ist. So, und die tageweise Verhinderungspflege wird dadurch gekennzeichnet, dass die Pflegeperson mindestens 8 Stunden abwesend ist. Abwesend wovon? Aus der Pflegesituation. Ob in diesen 8 Stunden jetzt für den Pflegebedürftigen jemand eine halbe Stunde kommt oder eine Stunde oder 3 oder 5 oder 8, spielt überhaupt keine Rolle, sondern die Tageweise ist nur dadurch irgendwo definiert, dass jemand 8 Stunden abwesend ist. Es wird also nicht verlangt, dass, also wenn du 8 Stunden da bist, dann musst du auch jemanden haben, der dich 8 Stunden vertritt. Das ist die eine Komponente. Und die zweite ist die, dass aus den Ursprüngen heraus, weil man die Sorgenden und pflegende Angehörigen ja eigentlich, eigentlich sieht man sie nicht als Angestellte, die irgendwo lohntechnisch etwas machen, von daher auch keinen Urlaub haben können. Und weil sie keinen Urlaub haben können, wenn sie dann abwesend sind, dann kann man eben halt auch das Pflegegeld kürzen, weil sie sind ja nicht da. So, das heißt, wenn ich die tageweise Verhinderungspflege in Anspruch nehme, wird das Pflegegeld um 50% gekürzt.
Man kann es umgekehrt argumentieren und sagen, es wird zu 50% weiter bezahlt, weil eigentlich will man gar nichts bezahlen. So, und da gibt es aber immer den Ausnahmebereich, und der heißt, dass für den Anreisetag und für den Abreisetag, dass diese Regelung nicht gilt. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich nur einen Tag oder zwei Tage tageweise Verhinderungspflege mache, hat das keine Auswirkung auf das Pflegegeld, das der Pflegebedürftige ausbezahlt bekommt. So, wenn wir das jetzt im Hinterkopf haben und sagen, in der neuen Regelung, geplante Regelung mit den 3.300 Euro, sollen 60 Tage im Jahr zur Verfügung stehen, um tageweise Verhinderungspflege zu machen. Und jetzt kann man seinen Taschenrechner bemühen und sagen, 60 geteilt durch 3.300, beziehungsweise wenn wir nur diese 60% nehmen, die jetzt pflichtmäßig genommen werden sollen, sind das rund 2.000 Euro, dann bleibt ein Satz von irgendwo 30, 40 Euro pro Tag, die ich nutzen kann. Das heißt, für die Familien, also das ist so, dass weiter fortgeführt wird, ändert sich eigentlich im Prinzip nichts. Ich nehme x Tage die stundenweise Verhinderungspflege und dann nehme ich maximal 60 Tage im Jahr, wo ich eben halt sage, ich bin irgendwo den ganzen Tag abwesend und habe jemanden, der dann 1, 2 oder 3 Stunden, wie bisher auch, eben halt mich dann tatsächlich vertritt. Das heißt, im Prinzip, wenn ich versuche, mit diesem Konstrukt diese Stapelleistung-Problematik in den Griff zu kriegen, ist das einfach ein zahnloser Papiertiger, weil da passiert nichts mit, da kann sich nichts ändern. Was sich ändern, oder wenn etwas geändert werden soll, dann muss man diese Regelung des ersten und des letzten Tages streichen, oder man muss sagen, ihr müsst mindestens 14 Tage am Stück nehmen und dann kürze ich das Pflegegeld. Nur dann würden sich die drei Koalitionspartner, glaube ich, einen wahnsinnigen, nicht nur Shitstorm, sondern wirklich deutliche Proteste, die weit über diese 28.000, 30.000 Unterschriften jetzt hinausgehen, einhandeln, wenn sie damit sich im Prinzip ihre Reformchen dann selber finanzieren. Weil wenn dann das Pflegegeld in dem Ummaße gekürzt wird, kann das bis maximal 300 Millionen gehen. Und da wird, glaube ich, ein sehr, sehr starker Protest dann kommen. Also von daher ist es so ein bisschen wie eine Zwickmühle. Also entweder mache ich das, wie es jetzt so ist und lasse es so, dann hat es keine Wirkung. Oder ich muss es wirklich extrem verschärfen, was nicht drinsteht in keinem Entwurf bisher. Und dann kriege ich auf der anderen Seite sehr viele Probleme. Das klingt ja danach, dass zumindest der Geist, der jetzt in dem Papier steckt, doch eher dazu der Geist ist, der, ich sag mal, von der ambulanten Versorgung weg will in die stationäre Versorgung. Das heißt, es wird etwas finanziert über die Streichung im ambulanten Bereich, was dann im stationären Bereich aufgebaut werden soll. Das ist ja auch schon mehrfach kolportiert worden. Würden Sie diese Einschätzung teilen? Nee, nicht in dem, also mit diesen beiden Sachen oder mit der Verhinderungspflege und das, was dort gemacht ist, ist das nicht der Fall. Also da wird ja nicht verlangt, dass irgendwo die tageweise Verhinderungspflege irgendwo über die Kurzzeitpflege oder irgendwo eine andere Institution oder Einrichtung gemacht wird. Da steht nichts von drin, sondern es ist genau so, wie es bisher ist, nur dass diese Töpfe verschoben werden. Und ich kann im Prinzip eigentlich bis jetzt, wenn es so bleibt, genauso vorgehen, wie ich bisher auch vorgegangen bin. Okay. Nur, dass es unterschiedliche Töpfe sind und eine wahnsinnige Verkompliziertheit, also mehr Bürokratismus und für alle Beteiligten, die ambulanten Pflegedienste müssen irgendwo Reportings machen und Darstellungen und wer soll dieses Chaos da bewältigen? Dann haben wir irgendwo die Zielsetzung, dass das am 1.7.2022 eingeführt wird, diese Regelung, sozusagen unterjährig. Das heißt, was gilt bis zum 30.6., gebe ich da im Prinzip jetzt erstmal alles über die stundenweise Verhinderungspflege aus, weil das hinten wird gekürzt. Wie wird das verrechnet? Also ein Moloch, den man sich gar nicht vorstellen kann, wie das irgendwo handwerklich umgesetzt wird bei den 4 Millionen Familien und bei den Hunderten von Pflegekassen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, gleichzeitig mit den vielen Papieren von der Entbürokratisierung oder Rückführung von Bürokratie gesprochen, fand ich in dem Zusammenhang übrigens interessant. Natürlich fällt einem sofort wieder Corona ein. Dazu unser Minister Laumann, Gesundheitsminister Laumann, hat ja vor kurzem gesagt, bei uns impft einer und 9 schreiben, in anderen Ländern impfen 9 und einer schreibt. Dann frage ich mich aber immer, wer verantwortet das oder wer hat eigentlich dazu beigetragen, dass der Zustand so ist. Und so wie Sie es jetzt gerade auch beschreiben, habe ich auch sofort gedacht, ja, wer macht denn die ganze Bürokratie? Aber Thomas, du hast gerade so
naja, vehement den Kopf nicht geschüttelt, sondern was vehement genickt, als ich die Unterstellung erwähnt habe, dass das Ganze doch eher in Richtung stationär verläuft. Ist das auch euer Eindruck? Naja, zumindest ist die Pflegeversicherungsreform sehr stark ja geprägt durch die massive Kommunikationsarbeit in Sachen Entlastung von Pflegebedürftigen in der stationären Pflege. Ne, diese berühmten EEEs, einheitlichen Eigenanteile, die eben wachsen. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem eben die immer bessere Bezahlung auch von Pflegekräften. Und mit Investitionskosten, Unterkunft, Verpflegung, da gibt es ja unterschiedliche Berechnungen, aber irgendwo zwischen 2.500 und 3.500 Euro, je nach Bundesland, muss ich dann auf den Tisch legen für eine stationäre Versorgung. Da will man ja ran und entlasten. Und natürlich wird eine Frage im Finanzministerium sein, wenn ich dort bezuschusse oder Teile dieser Kosten übernehme, aus der Pflegeversicherung, wie finanziere ich das denn, wenn ich auf der anderen Seite die Beitragsstabilität aufrechterhalten will oder diese bekannten 40% Sozialbeiträge nicht überschreiten will. So. Und da wird eine Frage sein, wie finanziere ich das quer und an welcher Stelle kann ich hier Entlastung schaffen? Ich fand das eben eine gute Ausführung, Herr Dohmeier, zu der stundenweisen Verhinderungspflege. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist aber, es zeigt ja dann wiederum, diejenigen, die im Grunde genommen, die, ich sage mal, die berühmten 10%, die irgendwie versuchen, naja, Gesetze in den grauen Bereich zu deuteln, die werden das dann auch weitermachen. Ich muss mir ja dann nur irgendwas unterschreiben lassen, dass der Angehörige 8 Stunden nicht da war. Das kann ja sowieso keiner überprüfen. Also insofern der Missbrauch oder die Fehlinterpretation von gut beabsichtigten Regelungen, die werden wir weiter haben. Und es zeigt sich ja, dass in allen Gesetzen durch immer mehr Regelungen gibt es nicht weniger schwarze Schafe, sondern es wird einfach immer nur herausfordernder, die Regelung anders zu interpretieren. Und das Schlimme ist ja dabei, und jetzt komme ich auf den Punkt, da kann Herr Dohmeier wahrscheinlich was zu sagen, dass diejenigen, die es dann in Anspruch nehmen wollen, die brauchen dann sowas wie den Pflegedschungel, um überhaupt noch zu wissen, welche Ansprüche habe ich denn? Wir diskutieren an vielen Stellen, deswegen finde ich übrigens unsere Runde heute auch so gut, wir diskutieren an vielen Stellen immer nur aus der Anbieterseite. Und wir haben ganz viele Leistungsrechte in den Sozialgesetzbüchern, quer durch die Bank. Das ist inzwischen so komplex, dass derjenige, für den das gemacht wird, eigentlich nicht mehr durchblickt. Deswegen brauchen wir jetzt so Pflegestützpunkte, Pflegeberatung, weiß ich was, die nichts anderes machen, als zu sagen, naja, wenn da steht was im Gesetz und so und so und so kannst du das in Anspruch nehmen. Und eigentlich braucht jetzt fast jeder Mensch, wenn er überhaupt noch im SGB irgendwo von 1 bis 12 irgendwas in Anspruch nehmen will, daneben jemand, der ihm dann sagt, wie es funktioniert. Also das ist völlig gaga. Fazit, wenn wir Leistungsansprüche haben, die das Leben von pflegenden Angehörigen, deren Haupttätigkeit nicht ist, sich mit rechtlichen Konstrukten auseinanderzusetzen, wenn wir das ermöglichen wollen und denen helfen wollen, dann müssen wir verständliche Regelungen haben, einfach umsetzbare Regelungen und dann sicherlich eine Transparenz, dass man sagt, naja, so diese Beispiele, die wir da immer wieder hören vom russischen Pflegedienst oder so, dass wir da Sicherheitslinien einbauen, aber für den Leistungsinanspruch nehmenden Menschen ist es wichtig, da an die Leistung zu kommen und nicht nur zu sagen, wir haben einen Entlastungsbeitrag, Herr Dummer hat es gerade angesprochen, aber keiner blickt nachher mehr durch, wie es denn eigentlich funktioniert. Und das finde ich ein Problem. Ja, wir diskutieren ja an vielen Stellen gerade die digitalen Pflegeanwendungen. Ich habe das auch beim Pflegedschungel gesehen und ich finde das erstmal eine gute Entwicklung, eine interessante Entwicklung. Ich glaube, wirklich eins der ersten Dinge, die dann dabei auch wirklich Nutzen bringen werden, wird sowas sein wie ja, der Pflegecockpit, die Pflegecockpits. Und Herr Dohmeier, Sie sind ja schon mit dem Flugsimulator da auch unterwegs, den Leuten eine Unterstützung zu geben, wie man auch punktgenau landen kann.
Ja, im Prinzip kann ich Herrn Eisenreiter auch nur irgendwo zustimmen. Und das ist ja auch eine Motivation oder Beweggrund gewesen. Das eine ist ja, dass man versucht darzustellen, was ja auch ein Pflegestützpunkt macht oder ein Pflegeberater, welche Leistungsansprüche gibt es denn rein theoretisch? Und dann gibt es irgendwo eine Broschüre, da kann ich das irgendwo zu Hause nochmal nachlesen. Aber in der Praxis, wie gehe ich eigentlich damit um? Was für ein Budget, welche Leistungen habe ich eigentlich wirklich, die ich in Anspruch nehmen kann? Welche Komplexität hat das, wenn ich das irgendwo planerisch irgendwie versuche, in den Griff zu kriegen? Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und auch wenn wir das jetzt versucht haben, eben halt mit diesem Cockpit dort eine Struktur zu geben, mit dem Pflegebudget-Optimierer, da kann jeder sich einfach mal wirklich einloggen und das auch kostenlos nutzen, um da einfach mal die Komplexität zu sehen. Wenn ich irgendwo die 6, 7 Reiter dort irgendwo durchgehe und diese einzelnen, das geht nicht, wenn ich das mache, passiert das. Das ist schon eine wirkliche Herausforderung. Und der Gesetzgeber hatte ja versucht, oder die Große Koalition hat ja versucht, mit diesem angekündigten Entlastungsbudget, das versprochen wurde, ja hier Abhilfe zu schaffen und zumindest irgendwo, was die Entlastungsmöglichkeiten angeht, hier eine Gemeinsamkeit, eine flexible Nutzung irgendwo reinzugeben. Nur davon ist nichts und nochmal nichts irgendwo übrig geblieben, sondern im Gegenteil, mit dem jetzigen Entwurf eine noch stärkere Verkompliziertheit, als es vorher schon war. Kommen wir mal ein bisschen in Richtung Zukunft, in Richtung wünsch dir was, vielleicht auch bei der Zukunft, darf man ja auch mal sagen. Wenn Sie sich jetzt wünschen dürften, auf der Grundlage dessen, was Sie an Diskussionen auch gerade rund um die Pflegereform erlebt haben, soll das auch ein bisschen Realitätsbezug haben, dieser Wunsch. Was würden Sie sagen, was müsste eine Reform aus Ihrer Sicht beinhalten, damit sie sich Reform nennen darf? Gut, dafür ist meiner Meinung nach der Zug jetzt leider abgefahren. Das wird in dieser Legislaturperiode nicht mehr irgendwo passieren. Es gibt irgendwo taktisch kurze Dinge, die einfach irgendwo korrigiert werden sollten. Das ist bei der Behinderungspflege oder bei diesem gemeinsamen Jahresbetrag, der dort ausgerufen wurde. Da hat man ja einfach mal pauschal gesagt, wir geben hier 3.300 Euro in diese beiden Bereiche Kurzzeitpflege und Behinderungspflege. Ich will nicht sagen, dass es eine Mogelpackung ist oder dass man das bewusst gemacht hat, aber wenn man sich das mal anguckt, dass also sämtliche anderen Leistungsansprüche wahrscheinlich gesetzlich für die Sachleistung, Pflegegeld und Tagespflege und den Entlastungsbetrag werden zum 1.7. um 5% erhöht. Wenn man sich diese 3.300 Euro anguckt für die beiden anderen, dann ist das eine Erhöhung von 2,4% und nicht 5%. Das hört sich jetzt wenig an, aber bezogen auf die 2 Milliarden, die in diesem Bereich ausgegeben werden, bedeutet es immer eine Einsparung von über 50 Millionen Euro, die da mit verbunden ist. Und da dieses Budget auch dann erst zum 1.7.2022 kommt, hat man quasi ein ganzes Jahr auch noch gespart. Aber da wäre aber die Forderung, dass also die Verhinderungswege und die Kurzzeitwege eben halt genauso um 5% erhöht werden wie die anderen Leistungen auch. Das wäre nur eine Fairness. Und dann wäre der Wunsch, generell diese antiquierte Form der tageweise und stundenweise Behinderungswege, dass man das einfach komplett streicht und alles, was damit irgendwo zu tun hat und der ganze bürokratische Wahnsinn, der nichts bringt, weil wenn ich eine Leistung habe, die nur noch zu 9% und 8% aufgesetzt wird, aber einen Wahnsinnsaufwand bedeutet, dann ist hier ein Einsparungspotenzial für alle Beteiligten da. Das heißt, die Behinderungswege sollte einfach eine Abrechnungsform sein und dieser Mischmasch dort irgendwo weggehen. Und dann, was langfristig dann aber der große Wunsch ist, ist eben halt dann wirklich das gerechte Entlastungsbudget zu formulieren. Das ist jetzt immer eine ganz neue Baustelle, wo ich vielleicht nur in zwei Worten sagen kann. Stellen Sie vor, Sie haben jemanden, der im Pflegegrad 2 ist, der hat seine Mutter zu Hause, die kommt noch mit vielen Sachen gut zurecht. Der ist 5 bis 6 Stunden in der Woche da und kauft ein bisschen ein oder ist irgendwie am Samstag nochmal da und trinkt eine Tasse Kaffee mit ihr. Das ist alles in Ordnung. Sie organisiert die Pflegesituation selber. Und dann nehmen Sie auf der anderen Seite eine Schwiegertochter, die beim Witwer mit allen möglichen Problemen mit Pflegegrad 5 eine 24-7 Versorgung hat, die wirklich rund um die Uhr dort eingezogen ist, die diese Belastungsgrenze hat.
So, und jetzt stellen Sie sich vor, diese beiden Menschen kriegen beide 3.300 Euro zur Verfügung, um Entlastung zu haben. Dann bedeutet das bei dem jungen Mann, der seine Mutter mit Pflege 2 hat, dass er eigentlich nichts mehr zu tun hat, weil mit dem Geld kann er sich um seine paar Tage, wo er da ist, komplett entlasten. Und die, ich muss mal hier wegdrücken. Der andere hat die Schwiegertochter hat einen Wahnsinnsjob und hat im Prinzip das gleiche Geld zur Verfügung. Dieses muss angeglichen werden. Also der Pflegegrad 2 kann nicht die gleiche Entlastungsleistung bekommen wie der Pflegegrad 5. Und das ist im Prinzip das Konzept des gerechten Entlastungsbudgets. Und das kann man, wenn Sie unter sorgende-angehörige.de gehen, gibt es dort eine Webseite, wo das alles irgendwo komplett nachgewiesen, nachgerechnet und das Modell entwickelt ist. Das liegt seit einem Jahr dem Bundesgesundheitsministerium vor. Und das wird irgendwo unsere Hauptforderung sein, die wir für die nächste Bildung der nächsten Koalition mit auf den Tisch geben. Ja. Da können wir uns direkt anschließen, weil genau das, was Sie beschreiben, Herr Burmeier, ist ja eine Erfahrung, die wir in der Realität ja auch haben. Und um das nochmal auf die Spitze zu treiben, wenn der Entlastungsbetrag, diese berühmten 125 Euro, je nach Bundesland, dann auch noch dafür eingesetzt wird, dass man sich quasi die Putzfrau oder den Putzmann einkauft, was überhaupt nichts mit Pflege zu tun hat, sondern wir kriegen ja solche Anfragen mit, da wird gesagt, die Kasse hat gesagt, wir dürfen uns jetzt das Putzen über die Pflegeversicherung bezahlen lassen. Und wenn man dann mit Mitarbeitenden spricht, die dann mal in so einem Haushalt waren, wo dann gesagt wird, können Sie mal den Schrank aufräumen oder Sie können auch oben den Speicher aufräumen, dann ist das eine Fehlleitung, eine Fehlsteuerung aus dem Entlastungsbetrag. Das hat nichts damit zu tun, dass man hier die Wohnung einfach putzt. Und ich glaube, das Beispiel, Herr Dummer, die Angehörige, die im Pflegegrad 4 oder 5 betreut, ihr wird das so egal sein, ob da oben der Staub auf dem Speicher liegt. Die hat ganz andere Themen. Aber auch da muss man dann nochmal hingucken und sagen, wofür ist eigentlich ein Entlastungsbetrag gedacht? Und ja, da sehe ich jetzt Widerspruch. Ja, also prinzipiell kann ich das verstehen aus der Anbietersicht. Nur dann müssen Sie nicht irgendwo den Vorwurf bei den Angehörigen machen oder bei den Pflegebedürftigen, weil das steht so im Gesetz drin. Ja, alles gut. Bin ich dabei, Herr Dummeier. Irgendwo so gewesen. Und wenn man hier diese verschiedenen Ebenen versucht, die Entlastung einerseits bei der pflegebedürftigen Person, dann irgendwo bei den Pflegeangehörigen, dann in diesen vier Modulen, dann sind eben halt diese Leistungen alle beschrieben, die damit finanziert werden sollen. Das Anbieter darüber genervt sind, dass wenn Leute das in Anspruch nehmen, hat ja nichts oder mit den Angehörigen zu tun, sondern dann ist das System falsch, weil das System ermöglicht nicht, dass ich diese Leistung von denjenigen einkaufen kann, die dafür spezialisiert sind, sondern dann muss ich irgendwie zum ambulanten Pflegedienst oder zum Betreuungsdienst gehen, der eine ganz andere Zielsetzung und eine ganz andere Wertvorstellung aus seiner Mitarbeiter hat, was vollkommen Verständnis ist. Aber da ist die regionale Umsetzung in den 16 Bundesländern dieser Bundesverordnung für verantwortlich. Und da gebe ich Ihnen dann recht, aber das können wir leider nicht den Familien um zum Vorwurf machen. Nee, mache ich nicht. Also ich war jetzt hier bei den Regelungen in Richtung gerechten Entlastungsbetrag, dass man da dann auch nur mal hinschaut, wie kann man das richtig steuern oder an welcher Stelle ist denn auch eine Entlastung? Und ich glaube, und das muss man dann auch bitte noch so machen, dass es eben nicht zum nächsten bürokratischen Monster wird. Da bin ich dann auch dabei. Also nochmal, kein Vorwurf an die Angehörigen, sondern die kriegen ja sogar, ich kriege die Dinger ja regelmäßig hier dann auch weitergeleitet, von den Kassen quasi gesagt, so, die dürfen jetzt sich die Putzkraft über die Kasse finanzieren lassen. Und damit, ich habe das bei meiner Frau, die aufliegende Angehörige ist, gesehen, da fragt man sich dann schon, ob das dann richtig ist, dass die Kasse das so auch noch kommuniziert. Entlastung ist ja was anderes und ist auch mehr. Es kann eben auch hauswirtschaftliche Hilfe sein, aber das ist eben, wie gesagt, nicht den Speicher entstauben. So, und da muss man, glaube ich, dann mal gucken. Also ich habe ja keine Lösung. Ich will nur sagen, ich glaube, diese differenzierte Entlastungsleistung je nach Pflegegrad ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Verhältnis nimmt die Entlastung und die Verhinderungsleistung ja immer mehr ab. Um das nochmal deutlich zu machen, im Pflegegrad 5 ist der Anteil einfach
Einer, den ich da bekomme, und im Pflegegrad 2 und 3 ist er höher. Und wenn man das anfängt zu differenzieren, könnte das eben zielgruppenspezifisch besser passen und die ambulante Versorgung stärken. Denn wir müssen uns ja immer klar werden, wenn ich nicht mehr kann als Angehöriger, wenn ich da überfordert bin oder weiter weg bin, ich sehe das bei einem Freund, dessen Eltern wohnen im Schwarzwald, das sind mal eben von Köln aus 500 und ein paar gequetschte Kilometer, da kann man nicht mal eben vorbeifahren und das auch nicht täglich machen. Und wenn dann einfach die Versorgung zu Hause, auch über Nachbarn etc. nicht mehr gewährleistet werden kann, dann führt das zu einer Aufnahme in einer stationären Einrichtung. Und die machen gute Arbeit, ich will das gar nicht gehen, aber der Wunsch der Menschen ist ja gerade nicht dahin zu kommen. Und umso mehr ich im Grunde genommen daran arbeiten kann, umso eher habe ich dann auch das Personal in den stationären Einrichtungen, die die Zeit für die Pflegefälle haben, wo eine stationäre Leistung auch wirklich Sinn macht. Mhm. Aber man muss ja immer gucken, es geht ja nicht darum, denen was wegzunehmen, sondern es geht ja darum, den Menschen, die dort eine Aufnahme brauchen, aber es gar nicht mehr anders geht, denen auch sehr schnell dann einen Platz zu ermöglichen. Und diejenigen sagen, ich will da eigentlich gar nicht rein, tagt nur am Leistungsumfang, den eben im Grunde genommen die ambulante Versorgung zu sichern. Das ist. Aber du hast die Krux ja gerade auch beschrieben, oder beziehungsweise im Gespräch, glaube ich, ist es ja auch deutlich geworden, wir haben das Versprechen, eine Entlastung auch vor allem im stationären Bereich für die Angehörigen oder die Bewohner zu schaffen. Das heißt, das ist diese Diskussion über den einrichtungsbezogenen Eigenanteil. Und dann haben wir zugleich auch noch das Versprechen, mehr Personal auch in die stationären Einrichtungen zu bringen. Und gleichzeitig haben wir die Herausforderung, nicht mehr Geld ausgeben zu wollen oder zu können, vermeintlich. Wo soll es herkommen? Und ich glaube, da ist es hier deutlich geworden, es ist zumindest in der Diskussion, ob es am Ende dann wirklich so kommt, auch dass es durchaus eine Finanzierung aus dem System her geben muss. Und dadurch wird möglicherweise tatsächlich eine Umschichtung von ambulant in stationär stattfinden. Aber das werden wir hoffentlich noch an anderer Stelle auch weiter diskutieren können. Ich würde gerne so langsam die Kurve kriegen, weil wir müssen gucken, dass es nicht zu lang wird, auch wenn das Gespräch einen hochinteressanten Verlauf genommen hat. Ich glaube, wir werden hier hoffentlich nicht das letzte Mal zusammengesessen haben. Aber Thomas, an dich nochmal auch die Frage, was muss aus deiner Sicht jetzt unbedingt verhindert werden bei dem, was sich gerade abzeichnet? Und was wäre für dich ganz kurz und knapp auch eine realistische Wunschvorstellung jetzt? Was ist eigentlich noch machbar oder was ist machbar, damit das Ganze noch Reform und nicht nur Reformchen oder Reformleit genannt werden kann? Ja, was ist machbar? Das muss jetzt die Politik entscheiden. Ich bin jetzt nicht der Gesetzgeber. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt wird sein, für alle Beteiligten zumindest mal die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Kosten über einen Schluck aus der Pulle, könnte man das mal so nennen, also eine Erhöhung der Leistungsbeträge in der Pflegeversicherung, erstmal etwas zu kompensieren. Wir dürfen nicht vergessen, um das mal sich nur anschaulich zu geben, die 5%, die da im Entwurf stehen, ist der jährliche Steigerungsbetrag der Lohnkosten für Pflegekräfte. Ja? Das heißt, also wir holen jetzt ein Jahr nach. Also ich gucke jetzt wirklich aus Leistungserbringersicht. Das heißt, wenn da nichts gemacht wird, reduziert sich der Leistungsumfang, den ich als Mensch mit Pflegegrad habe, immer weiter, weil die Kosten dahinter der Leistungserbringer einfach auch politisch gewollt und gesellschaftlich richtigerweise gewollt, auch von unserer Seite gewollt, steigen. So, und wir müssen also nicht nur eine finanzielle Entlastung schaffen, wir müssen auch eine tatsächliche Entlastung schaffen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und der zweite Punkt ist, dann in einer neuen Koalition wirklich frühzeitig mal über eine echte Reform nachzudenken und das Ding auf das ganze Konstrukt auf zukunftsfähige Füße zu stellen. Denn das Rumbasteln an Teilelementen verschlimmbessert die Situation, sie verbessert sie nicht. Und ich glaube, das wäre der große Wunsch. Ein Schnellschuss wäre jetzt auf jeden Fall wenig hilfreich. Und die Idee von Roy Kühne, dann beseitigt man eben Fehler im Omnibusgesetz in der neuen Regierung, kann es da auch nicht sein. Das ist ja das Scheitern mit Ansage. Okay, das heißt also, das Nachbessern ist oftmals eher ein Verschlimmbessern. Und möglicherweise führt es dazu, was Herr Domeyer ja vorhin sehr schön ausgeführt hat, dass wir auch dadurch eher wieder nur bürokratische
Nachweis- und Dokumentationsmuster bekommen werden, die am Ende keinem wirklich helfen, außer vielleicht nochmal den Programmierern, die dann ein Cockpit nachprogrammieren müssen, um die Komplexität nochmal mit verschiedenen Algorithmen dann auch abbilden zu helfen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnern für diese, wie ich fand, hochinteressante Runde. Wie gesagt, das habe ich gerade ernst gemeint. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der Konstellation hier nochmal wieder, wenn wir belastbare Papiere auch haben, die wir diskutieren können, also im Sinne eines Gesetzentwurfs. Ich sehe schon absehbar, wir werden die Themen auch ja, zum Beispiel Tagespflege nochmal näher beleuchten müssen, auch das, also die Thematik Stapel. Leistungen, aber sicherlich uns auch den stationären Bereich mal anschauen müssen, der ja auch an vielen Stellen in der Kritik steht, was da zumindest in den bisherigen Papieren unterwegs ist. Damit verbunden wird auch sein die Frage nach der Personalausstattung und vor allem auch der Personalgewinnung, die mit der Pflegereform oder den Notwendigkeiten, den Möglichkeiten, nicht Notwendigkeiten, die damit verbunden sind. Ich glaube, wir haben in den nächsten Monaten noch viel, viel zu diskutieren. Wir werden auch hoffentlich hier auch mal verantwortliche Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker zu Wort kommen lassen können und miteinander diskutieren. Das fand ich heute aus meiner Sicht einen gelungenen Auftakt. Herr Domeyer, Thomas Eisenreich, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche jetzt einen schönen Resttag und ja, bleiben Sie negativ und bleiben Sie aber auch weiterhin so wachsam, wie Sie es auch sind. Vielen Dank.